So Leute, wir warten alle gespannt auf Onkel Bobs Statement zu der ganzen Sache wegen Tim Gabel. Und da ich die letzten Monate und Jahre immer mit so fetten, wabbeligen Klamotten trainiert habe, dachte ich mir, mache ich heute mal mein Training oben ohne. Ja, weil viele das immer gewohnt sind von anderen Leuten und ich mich da so ungern oberkörperfrei zeige, weil ich kein Sixpack habe. Aber Sixpack ist ja nicht alles. Eine massive Brust, ne? Nacken, Schultern ist ja auch was. Man muss ja nicht immer anabolika-mäßig shredded to the bone sein. Ey, ich rede hier von den Leuten, die circa 100 oder drüber wiegen. Ne? Ich rede jetzt nicht von den leichteren Leuten, bei denen ist ja klar, dass die shredded sind, auch natural. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich warte auf Onkel Bobs Statement und dann kommt mein Statement dazu. Und da wollen wir doch mal gucken, was wir so als kleine YouTuber oder auch ihr als Zuschauer, als kleinere Leute gegen die Großmächte und Diktatoren hier auf YouTube anrichten oder ausrichten können. So, ich habe 57 Kilo hier geladen auf meiner SZ-Stange und werde hier für Nacken und Schultern. Also es geht halt auf die Schulterpartie, soweit ich weiß, vordere Schulter seitlich, beziehungsweise hier Nacken. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Wenn ja, verbessert mich ruhig. Ich bin ja kein Experte, haben wir schon festgestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein paar Videos drin mit Maximalwiederholungen, irgendwie mit weit über 80 Kilo. Und mein Rekord 2003 war mal, ich glaube, bei 92 Kilo einmal maximal ziehen ohne Schwung. Ja, also richtig bis zum Kinn. Jetzt wollen wir da hinkommen, aber jetzt mal höhere Wiederholungszahlen, ja? Weil ich immer unter 5 Wiederholungen die Übung gemacht habe. Elf Stück. Ich mache noch ein paar Sätze und dann gucken wir vielleicht, dass wir auf 15 Wiederholungen kommen, bevor wir steigern. Alles klar. Würde ich sagen, wir sehen uns die Tage. Bis dahin, Peace.